Hallo ihr Lieben, wir kochen heute für zwei Personen Spaghetti alla Carbonara und wir brauchen dafür 200 Gramm Spaghetti, 2 Eigelb, 100 Gramm rohen Schinken, 65 Gramm Parmesan, 25 Gramm Butter, Salz, Pfeffer und Muskat. Ihr könnt natürlich den Schinken nehmen, den ihr am liebsten mögt oder den ihr auch einfach gut bekommen könnt. Wenn ihr es aber nach dem original italienischen Rezept machen wollt, nehmt ihr am besten einen Pancetta. Auf keinen Fall bitte Kochschinken, der passt da überhaupt nicht rein. Egal für welchen Schinken ihr euch entschieden habt, ihr müsst ihn auf alle Fälle erst einmal würfeln. Spaghetti Carbonara gibt es übrigens erst seit ca. 1944. Es entstand, als sich die Ei- und Bacon-Ration der US-amerikanischen Soldaten mit der italienischen Kochkultur verbunden haben. Und übersetzt heißt alla Carbonara nach Köhlerart. So, jetzt brauchen wir den Parmesan und da schmeckt er frisch gerieben einfach viel, viel besser. Davon brauchen wir 65 Gramm. Jetzt geht es darum, das Eigelb vom Eiweiß zu trennen und dafür braucht man am besten zwei kleine Schüsselchen. Ihr schlagt das Ei auf, sodass ihr zwei Hälften habt und schüttet das Eigelb einfach von der einen Seite in die andere, bis nur noch das Eigelb in der Schale ist und das Eiweiß in der kleinen Schüssel unten drunter. Das macht ihr natürlich mit beiden Eiern genauso. Jetzt wird noch gesalzen und gepfeffert und auch Muskatnuss dazugeben. Jetzt macht es Sinn, sich ein bisschen was von dem Parmesan abzunehmen, damit man es hinterher über die fertigen Spaghetti Carbonara geben kann. Jetzt gebt ihr das gewürzte Eigelb zu dem Parmesan und vermischt es gut miteinander. Jetzt könnt ihr auch schon das Nudelwasser für die Spaghetti aufsetzen. Und die Butter in einer Pfanne zerlassen. Dann die Schinkenwürfel dazugeben, das Kochwasser salzen, Spaghetti in den Topf und nach Packungsanleitung garen. Die Schinkenwürfel in der Butter anbraten. Die Hitze nicht zu hoch. Von kurz bevor die Spaghetti gar sind, nehmt ihr euch etwas von dem Kochwasser ab und stellt es beiseite. Die Spaghetti abgießen. Wichtig, nicht abschrecken und zu dem Schinken in die Pfanne geben. Ich gebe jetzt Schinken und Spaghetti zusammen in eine Schüssel, weil ich in der Pfanne doch immer etwas Angst habe, dass es Rührei werden könnte. Man kann es aber auch in der Pfanne machen. Denn jetzt kommt die Parmesan-Einmischung dazu. Genauso wie das abgenommene Kochwasser. Und jetzt müsst ihr alles gründlich mischen. Ich finde mal am besten geht das mit zwei Gabeln. Und wenn ihr es gut vermischt habt, werdet ihr sehen, dass eine richtig schön cremige Soße entstanden ist. Auch ohne Sahne, denn die hat in einer Carbonara absolut nichts verloren. Jetzt könnt ihr auch schon anrichten. Das ist mein Rezept für Spaghetti Carbonara. Wenn ihr es nachkochen wollt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, ob es euch geschmeckt hat. Ich finde es einfach lecker.